Mein Name ist Rüdiger Lukassen, ich komme aus Nordrhein-Westfalen und habe meinen Wahlkreis südlich von Köln. 2016 bin ich in die Partei, in die AfD eingetreten und die wesentlichen Beweggründe waren für mich die Energiewende, der Atomausstieg, die Aussetzung der Wehrpflicht und letztendlich 2015 die Massenemigration. CDU und SPD haben die Bundeswehr verfallen lassen und jetzt sollen die gleichen Leute die Karre aus dem Dreck ziehen. Ich war 34 Jahre bei der Bundeswehr mit Verwendung im Bundesministerium der Verteidigung und bei der NATO als Kommandeur in einem Kampfhubschrauberregiment. Das heißt, ich kenne das ganze System Bundeswehr und ich weiß, wie Streitkräfte funktionieren müssen, um für die Landesverteidigung gerüstet zu sein. Sie verstehen die Seele von Streitkräften nicht. Sie fürchten sich vor dem Kernauftrag von Streitkräften, dem Kampf, so sehr, dass sie ihn verleugnen. Natürlich sind gerade die Menschen, die in der Exekutive tätig sind, wie Mitarbeiter in der Polizei oder Soldaten, Offiziere, in besonderem Maße enttäuscht von der Entwicklung der Politik in Deutschland. Und dass genau diese Leute etwas dagegen unternehmen wollen, ist kein Zufall. Was, Frau Bundeskanzlerin, überzeugt Sie eigentlich jedes Mal aufs Neue, dass völlig fachfremdes Personal fernab jeder Affinität zu Streitkräften die Bundeswehr gut führen kann? Meine Damen und Herren, die CDU ist zum größten Risiko für die deutsche Sicherheitspolitik geworden. Also wenn immer es geht, bin ich in meinem Wahlkreis, um auch dann hautnah die Bedürfnisse der Menschen aufzunehmen, die sich natürlich von meiner bundespolitischen Tätigkeit ein wenig unterscheiden. Sie sind hauptsächlich im Bereich Bildung, sie sind hauptsächlich im Bereich Infrastruktur, Wohnen, Mieten wiederzufinden und auch diese Aspekte aufzunehmen und als Bundespolitiker auch hier in Berlin einbringen zu können, ist mir ein besonderes Anliegen. Deswegen ist die AfD gegründet worden und hat in der deutschen Geschichte einen einmaligen Aufstieg in alle Parlamente hingelegt. Und deswegen wird die AfD den Kampf um Deutschland weiterführen und gewinnen, weil wir nicht wollen, dass sie unser Land und seine Institutionen ruinieren, weil wir das Richtige wieder selbstverständlich machen wollen. Und dazu gehört auch eine einsatzbereite und stolze Bundeswehr.